So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Und ganz ehrlich, ich habe die Sachen immer noch nicht gefunden. Ich habe jetzt, glaube, knapp 10 Minuten hier nochmal alles komplett durchgewurstelt. Jetzt bin ich gerade hier an einer Ecke hängen geblieben. Das könnte hier vorne eventuell der Spiegel sein. Danke. So, jetzt fehlt uns aber immer noch diese eine Scheißkarte. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, wenn das jetzt keine Spielkarte ist, dass das vielleicht, ja, keine Ahnung, irgendwie hier so eine, ja, oh Gott, ob das, nee, das kann, nee, das kann es nicht sein. Nee, das ist es auch nicht. Ah, wie gesagt, ich will jetzt diese Scheißkarte finden. Irgendwo muss die ja sein. Mir reicht es jetzt. Ich klicke jetzt hier einfach wild drumher. Wenn ich sie finde, ist gut. Bitte was? Alter, ist das scheiße. Ich mache mir mal eben ein nicht vorhandenes Bier auf. Nein, keine Bange, es ist kein Bier. Ich wollte es nur mal so kurzfristig gesagt haben. So. Okay, wir haben jetzt hier eine neue Aufgabe. Ach, und hier auch. Was wäre denn hier zu tun? Wenn ich mal so fragen darf. Ah, warte mal. Stimmt, wir müssen hier die Farbe angedingsen. Hallo? Das ist doch das Farbfläschchen. Muss es hier nicht... Du blödes Arschloch. Echt nie wahr. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas aus dem Inventar? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube grün, also wir brauchen ja Farbe grün, wird glaube ich aus blau und gelb gemacht, oder? Hey, nice. Ich habe ein bisschen in Chemie oder Physik oder auf jeden Fall in dem Bereich habe ich ein bisschen aufgepasst. Oder war es Kunst? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. So. Jetzt müssen wir aber immer noch von unserem Dings hier, genau deswegen haben wir hier auch die Aufgabe noch, wir müssen ja irgendwie noch diese Weintrauben-Dings hier irgendwie angedingsen. Wo wir hier das, hier diese Weintraube, die können wir ja so nicht mitnehmen. Oh. Ja, man sollte vielleicht mal richtig hingucken. Dankeschön. Wunderbar. Och. Also Dennis, also das müssen wir nochmal üben, ne? Das war ja aber ganz großer Fail gerade. Ja, hoch. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Einfach mal Augen aufmachen. Dann wäre das vielleicht auch kein Problem. Aber hey, was soll's? Ist ja nicht schlimm, bin ja nur ich. Tralalalala. So, wenn wir jetzt schon mehr solche Probleme kriegen hier mit dem Wimmelbild, also dann fresse ich einen Besen. Om nom nom, und das schmeckt. So. Okay. Was werden es denn jetzt noch? Ein Räucherstäbchen? Das ist hier vorne. Haarbürste. Hörrohr. Was ist das hier? Und ein Wiesel. Das haben wir hier.
Dankeschön. Mensch, das ging ja richtig schnell. Hey. Ach, und darf... Ja, gut. Mhm. Schön. So, den Setzling haben wir jetzt. Und den müssen wir jetzt hier hinten gleich wieder einsetzen, oder was? Nee, Quatsch. Wir müssen ja alten Wein haben. Warte mal. Ja. Genau, wir hatten ja hier auch schon in dem Bereich hier ein Löchlein gegraben. So. Und jetzt. Schaufel. Es sieht aus, als brauchte ich noch eine Stütze. Ach so, hier, nimm den. Zukunftsveränderung 1797. So, und ich glaube, jetzt können wir diesen alten Wein, diese alten Weintrauben da holen. Knapp 200 Jahre später. Sind die noch so? Nee, wir müssen ja hier in dem Bereich sein. Gott, Dennis, überleg doch mal. Schalte mal dein Gehirn ein bisschen ein. So, ach so. Frisch und saftig. Ja, gönn dir. Okay. Das Weinträumchen halten wir. Jetzt einmal zur Weintraubenpresse. Jetzt können wir nämlich hier den Wein herstellen. Ja. Yeah. Genau deswegen haben wir hier alles auch schon vorbereitet, ne? Sehr schön. Und einmal den Korken drauf. Und da haben wir ihn. Okay, grüne Farbe und Flasche Wein haben wir. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch zum... Genau, jetzt können wir hier erstmal zum Dingen zurück. Und dann können wir nämlich hier erstmal das Dingen fertigstellen. Ja, das muss doch eigentlich richtig sein, oder nicht? Hä? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Habe ich was... Hä? Habe ich jetzt wirklich irgendwas übersehen? Es sieht mir fast so aus. 1830, 1796... Hä? This is where the wine rests as it matures. Oh, Dennis. Oh, also komm, ne? Es muss ja mal ne, gesagt sein und so. Ein bisschen musst du auch mal dein Gehirn anstrengen, ne? Aber das kann ich nicht mehr. So, hier, jetzt nehmen wir... Ja, jetzt, ne? Hier, alter Wein. Es ist trotzdem eine Flasche Wein. Aber es wird ja trotzdem hoffentlich klappen, ne? Magischer Handschuh. Und jetzt klappt das? Oh, Baby. I like this. Erzigelhammer. So, Merlin, haust drin, ne? Ich komme später mit der Säge vorbei. Krombacher dankt es mir. Was? Ich habe nichts gesagt. So. Das dritte Siegel wäre da. So. Neues Ziel mit Herz. Ich habe das vorletzte Siegel. Ich bin fast fertig mit dir. Finde das Siegel des Herzens? Ja, aber... Ach nee, das
Oh Gott, das hatten wir ja auch schon. Oh Gott. Siehste, ich dachte jetzt, es fehlen noch zwei. Siehste, kannst du mal sehen, wie bekloppt ich bin. Oh Mann. Unfassbar. So. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch eine neue Aufgabe. Ah. Dann nehmen wir das natürlich auch noch mit. Sehr gerne sogar. Geht, glaube ich, auch recht fix, so wie ich das gerade sehe. So. Haarbürste, Umschlag, Wein und der Fächer. Dankeschön. Und das Fragment. Oh Gott. Ich glaube, das war dieses eine Fragment, was wir für diese eine komische Tür dann auch gebraucht haben, ne? War das nicht hier vorne? Oh yeah. Ja. Warte mal. Wir haben jetzt hier 4 und die 3. Ich hoffe mal, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Tatsache! Ja, geil! Boom, Baby! Alter, beim letzten Mal habe ich ja so derbe Probleme gehabt. Alter! Hab gerade schon Angst gehabt vor diesem Ding. Aber damit kann man ja gerade noch so arbeiten. So mehr oder weniger. So. Nicht wundern, ich klicke hier erstmal alles so weit an, was ich hier so durch die Augen sehen kann. Man sieht eigentlich alles durch die Augen, aber Dennis ist okay. Alles gut. Laber mal ruhig das, was du labern willst. Na? Ist alles okay. So, das war die Sprosse, die Brosche Nummer 2, Nachtigall, Rhombus und Stift. Da ist der Stift. Die Nachtigall war ja, glaube ich, ein Vogel. Wenn ich da jetzt richtig liege. Stimmt. Aber was ist dieses Rhombus? Das habe ich auch noch nie gehört. Okay. Gut. Alles klar. Was ist das denn? Was? I think in order to open this hatch, I need that symbol. Mhm. Hier, gönn dir.
Achso, und dieses Mondsymbol, das bleibt jetzt hier. Okay. Gut, alles klar. Dann lassen wir das mal so stehen. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Aufgabe und ich glaube, sonst weiter sind wir durch, ne? Ja. Alles klar, dann gehen wir doch mal hin. Und ein weiteres Wimmelbild. Na, ganz toll. Ohne Schlüssel kann ich es nicht öffnen. Ja, dann, ne? Brech es auf. Mit vollem Schmackes, das geht doch immer. Das kriegst du auch sonst auch immer so gut hin. Nice. Merkwürdig, das Gemälde sieht unvollendet aus. Weiß nicht. Ja, klar. Das kriege ich auch hin. So unfassbar. Also wenn ich denke, das Bild ist einfach nicht fertig, male ich einfach schnell selber. Einfach nur ein Pinsel, braucht keine Farbe. Einfach fertig malen. Alles gut. Alter, wenn du das mal so mit dem Real-Life vergleichst, das ist einfach nur, das ist ein großer Witz. Kann man nicht anders sagen. So, Zeitungen und eine Waage. Da ist er. Dankeschön. Und das zweite Eichenblatt. Und ein drittes brauchen wir noch. Okay. Ist hier auch noch ein Wimmelbild oder was? Na, woher wusste ich denn das? War irgendwie schon zu vermuten. Ja, ja. Ich, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft sehen. Ja, wann hat das angefangen? Nächsten Donnerstag. Oh Mann. Unfassbar. So, Gänseblume. Die haben wir hier. Was brauchen wir noch? Raupe, Fliege, Hund. Raupe, Fliege, Hund. Das ist ein Hund. Raupe und Fliege. Eine Raupe und eine Fliege. Da ist die Raupe. Und da ist die Fliege. Jetzt brauchen wir noch Zuckerdose und Schütze. Scheinbar nicht zu finden. Das war der Schütze und die Zuckerdose ist hier. Dankeschön. Schraubenschlüssel. Ah, Moment. Hier im Jahr 1830 haben wir doch hier vorne am Tor. Da haben wir noch diesen einen, den Dings hier. Hier. Was? Das ist meine. Ja. Schön. Ich muss einen Weg hineinfinden, um die Maschine zurückzubekommen. Ja, hier sägt die Dinger kaputt. Hier. The chain looks strong. Maybe some acid would destroy it. Vielleicht würde Säure sie zersetzen. Wo soll ich jetzt Säure herkriegen? Hä?
Seriously? Ja. Gut, alles klar. Ich sag mal nix. Ich enthalte mich einfach mal der Stimme. Und gucke einfach mal, wie wir jetzt hier bestmöglichst dieses Wimmelbild schnellstmöglichst erledigen können. Weißes Pulver. Gleichung. Ach hier. Toll. Römische 90. Das Problem ist, die römischen Zahlen, die kenne ich eigentlich nur bis, also ich weiß, dass V 5 ist und X ist 10. Und ab da ist Feierabend. Könnte das hier sein? Ja, alles klar. Gut. Da war der Bienchen. Hiermit könnte ich etwas zerstoßen. Am besten einen Skorpion. Hier. Oh, geil. Weißes Pulver, dann mal durchziehen. Okay. Das war der Frosch. Libelle und ein Knauf. Libelle und ein Knauf. Das Problem ist, die Libelle habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ach hier. Ah. So. Ei und ein Auge. Auge ist hier unten. Jetzt haben wir noch ein Knauf und Seepferdchen. Okay, das war der Knauf. Und Seepferdchen ist hier. Alles klar. Okay. Ach, guck mal. Wieso hat das Mädel Säure hier in ihrem Schrank? Warum? Und wieso? Und weswegen? Hä? Ich frag gar nicht. The baker's wife won't be happy with this. Die Frau des Bäckers wird darüber gar nicht erfreut sein. Worüber? Hä? Was? Did you hear? Gladys is having another baby. Haben Sie schon gehört? Gladys bekommt schon wieder ein Baby. Oh Mann. Have you seen my mummy? Was? Hast du meine Mami gesehen? Have you seen my mummy? Board the coach, my lady, and I will take you. Alles da, bis auf groß. Also unfassbar, ey. Jo. So. Fehler, Fehler, Fehler. Sie ist kaputt. Der blöde Arsch hat sie kaputt gemacht. Ach so, wir können gar nicht...
Ach so. Das ist ja toll. Jetzt haben wir sie zurück, aber sie ist nicht benutzbar. Habt ihr toll hingekriegt. Dankeschön. Freue mich sehr. Scheiße aber auch. Oh. Ein Teil des Herzjuwels. Ich muss die Stäbe irgendwie durchschneiden. Ja, ja, so eine Säge. Ja, sehr schön. Okay, dann geht's wieder zurück nach Hause. Weil wir ja, wie gesagt, keine Schnellreise machen können. Also mit dem Dings hier. Also können wir jetzt hier vorne das Herzchen einsetzen. Und... Oh! Wir haben das Herzchen die ganze Zeit hier vor Ort gehabt. Vor Ort! Also hier, ne? Also direkt. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. So, nee, warte mal, wir müssen ja hier nach draußen, ne? Genau. Hier müssen wir hin. So. I fooled you, silly orphan. You restored all my power. Now I can destroy Merlin. Ziel erreicht, was für ein Chaos. Neues Ziel, rette Merlin. Okay, ich wurde verraten, diese gerissene Hexe führte mich die ganze Zeit hinters Licht. Sie täuschte mich und griff mich sogar an, um es echt aussehen zu lassen. Nichts ahnend lieferte ich Viviana alle Siegel und ließ sie dadurch frei, anstatt sie zu bändigen. Ich fragte mich, warum die Siegel so gut versteckt und beschützt waren. So mächtig wie nie brach Viviana nun auf, um ihre Fehde mit Merlin zu beenden. Die alte Eiche kann sich nicht selbst beschützen. Es ist alles meine Schuld. Ich muss vor Viviana zu Merlin gelangen. Okay. Wir haben jetzt noch den Eichenschlüssel und 2 von 3 Eichenblättern. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? A face in the tree, just like my dream. Ja, ich wollte bloß wissen, wie ich jetzt zu dem Dingsbaum nochmal hinkomme. Ich hab schon wieder einen Überblick verloren, ja. Ach, war das hier? Ah, sieht gut aus. Ziel erreicht, rette Merlin. Neues Ziel, bringen wir es zu Ende. Oh, hier haben wir das dritte Eichenblatt. Okay. Zum Lagerraum. Ach du Scheiße. Na, das, ja. Könnte lustig werden. Oh Gott. Hä? Ja, und was muss ich da jetzt machen? Müssen wir die Dinger die Seiten tauschen oder was?
sieht jedenfalls so aus. Und der Timer meldet sich. Ja, Moment. Ey! Soll's ausgehen, du Arsch! So, und das war jetzt richtig, oder was? 3, 4, 5. Mhm. Okay. Hey, jetzt haben hier gerade zwei Lampen geleuchtet. Warte mal, wie war das gerade hier? So, so. Ah, warte mal. Scheiße. Dann ebenso. Okay. Oh Gott. Das muss alles hier auf die mittlere Linie jetzt, oder was? Hä? Das muss ich nicht verstehen, oder? Scheint aber richtig gewesen zu sein. Alles klar. Okay. So, ja, jetzt noch dieses schöne Ringrätsel. Och, die wird... Oh, nee. Och, ich glaube das nicht. Also, okay, wir versuchen das nochmal eben so. Ich lasse das jetzt nochmal in der Folge drin. Ich hoffe, das ist so richtig. Oh Gott. Sowas liebe ich wie die Pest. Ganz ehrlich. Oh, ja, danke. Ich freue mich. So, you're weiter. Finally here. Good. I suspect Viviana has freed herself in the future. Take the ring from the oak chest and activate the alarm system on the balcony. Return to me when you're done. Okay. Gut, dann mache ich nochmal einen ganz kurzen Schnitt und wir sehen uns dann gleich in der wahrscheinlich letzten Folge der zweiten Hauptquest-Reihe wieder. Bis gleich!